Ja, hallo, wir sind wieder auf Geisterjagd und wieder in Dingens. Irgendwas mit Exodus wollte ich jetzt sagen, aber das ist ja nicht richtig. Ghost Exorcism. Wollte ich dich interviewen, jetzt bist du von der Kamera weg. Achso, Entschuldigung, warte. Sieht schon wieder gut los hier. So. Dann stell mal eine Frage. Siehst du, jetzt fällt dir keine Frage ein. Ich wusste das. Naja. Ja, gut, vielleicht fangen wir einfach mal an. Haben wir eigentlich Sachen? Ja, du hast ja gekauft, ne? Du hast ja Dings gekauft. Wir haben ja jetzt ein neues Octopussy-Gerät. OCC. Nee, er hat es mir wieder rausgenommen. Ach, siehste? Ja, Ja, er hat das siehst wahrscheinlich nicht abgespeichert. Das ist halt das. du. Jetzt habe ich es wieder. Genau, ich muss mal eben gucken, Drei ob ich echt noch alles Taschenlampen, habe, was ich haben will. genug Salz und Kruzifix. Nebeltaschenlampe. Den Melder habe ich ja erst nächstes Mal dann. Ja gut, wir haben ihn ja. Wir haben ihn Reicht da. einer, reicht ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn benutzen darf, aber müsste eigentlich, ne? Das ist ja eigentlich Ja, egal. natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Na gut. Achso, dann wählen wir mal einen Auftrag aus. Oder? Was haben wir denn da? Kanada Pfadfindercamp. 4 bis 6 Spieler, ja sicher. So, da Deutschland bist du, glaube ich, nicht mehr so begeistert gerade. Nee. Da geht mir die Eingangstür tierisch auf den Sack. Belgien 4 bis 6, Frankreich 3 bis 4, ja, aber nee. Ja, aber nee. USA verlassenes Haus, nehmen wir das mal wieder. Ja, es gibt ja halt nur Okay. für 1 bis 2 Spieler oder 2 bis 3 gibt es halt nur das hier, das Naja. Familienhaus in den USA und das deutsche Anwesen. Ja, wir üben jetzt erstmal hier weiter. Ja, wieso liegt da jetzt hier. Nee, egal. Kann ich mir nicht erklären. Nee, das ist wieder so eins dieser Phänomene. Mit offener Tür losgefahren. Oh mein Gott. Schon jetzt alles rausgefallen. In einer starken Linkskurve. Zirp, zirp, zirp. So, ich ritze mir mal eine. Ich spawne mir mal eine Nebeltaschenlampe. Ich spawne mir den Mel. Ach, ist jetzt auch Nebel? Ja, ich versuche das jetzt mal. Ja, die sind gut. Dann hole ich mal noch eine Kamera. Ich sehe ihre Brüste da in Und. das Dings steckt. Hallo? Ja. Spawne mal noch ein Kreuz. Sag nur, wie es ist. So, ich gebe das jetzt erstmal gut hier. Ja, dann hätte ich nämlich auch gerne mal was. Zirp, 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 zirp. So, dann nehme Ja, ich eine der Nebeltaschenlampe. Nebel ist halt ein bisschen geiler als dieses Als Riesengerät die da. starke Taschenlampe. Ja, auf jeden Fall. So, und dann brauche ich noch. Ich habe noch ein Flutlicht, aber ein Flutlicht, ich weiß auch gar nicht, wofür man das verwenden Nee, kann. keine Ahnung. Das wäre klar, da kannst du natürlich von außen irgendwie wahrscheinlich das Haus gut oder einen ganzen Raum ausleuchten, aber. Ach so, ich wollte doch erstmal mit der Kamera rein, ich Depp. Depp, Das heißt, du. die schmeiße ich doch erstmal weg und hol die Kamera. So habe ich sie geritzt, habe ich sie geritzt. Das Kreuz. Nein, ich will doch das Kreuz. Sag mal, jetzt hat er das Kreuz. Hallo? Was ist mit der Gerätschaft? Ich bin ja nicht so ganz Nee, einverstanden. nee, ich weiß, ich habe ja auch immer das Problem. Ich probiere mal diesmal als erstes. Nee, ich probiere wieder den EMF. Hol vielleicht Den mal hast du ja nicht, ne? ein Kreuz mal noch mit. Ja. Was blendet Hilft ja das denn zwar jetzt? Ach nur. so. Das ist die Taschenlampe. Ja, das sieht ja schon. Hilft ja zwar nicht, wenn es irgendwie ein Fallen ist, Nee, das glaube ist ich. klar. Aber wenn es ein Polti ist, dann hilft es zumindest mal. Oder ein Kind oder so, Ach, da weißt ist du. das kurz.
So, müssen wir hin da. Da war schon was. Was? Ja, hier war schon was. Da brennt auch Licht. Stimmt. Stimmt Da sind auffällig. Orbs. Hier sind Orbs. Cool. Huch, war das? Ist der gegen die Tür gelaufen? Man weiß es nicht. Hier unten habe ich jetzt noch nichts gesehen. Ich gehe mal hoch. Ja, du bist mutig, aber wie gesagt, der ist auch da unten. Ich hatte Herzschlag. Der läuft, der scheint wieder da rumzulaufen. Ich hatte bisher noch gar keinen Herzschlag. Ich hatte da hinten an der Wohnzimmertür. Ich habe ihn. Was Oder bist sie? du gerade unten? Bist du unten gewesen? Nein, ich bin oben. Ja, unten steht er. Was ist das denn für eine? Kommt er da nicht weg? Wow! Was war das? Was? Weiß ich nicht. Gott, ey, da hat irgendwo richtig laut was gegen. Ich weiß nicht, wo gegen geschlagen, aber. Oh, das hat irgendwie schon übelst erschrocken. Oh, Fünfer. Ja, mein Fünfer. Ach, das Okay. ist wieder so ein mit nacktem Oberkörper, so ein Typ. Ja, ist Dämon. Ja, ich glaube, Dämon, ja. Heft des Kruzifix gegen den Dämon. Ich weiß das nicht. Ich benutze das mal, vielleicht hilft es ja. Also ich würde sagen, es ist ein garantiert, also es ist kein Schatten. Ja, könnte eventuell ein Polti sein oder Ja ja, gut, ich bin aber nicht. könnte erstmal noch ein Dämon macht erstmal Sinn. Ja. Und Lass wir mich mal die haben Fotos angucken. Ich habe den Geist fotografiert. Ja, da ist er. EMF5 haben wir. Und den Ursprung der Heimsuchung. Der ist im Wohnzimmer da, wenn du durchs Wohnzimmer durchgehst, in dem Raum, da ist der Ursprung. Ja, okay. Ich habe aber noch kein Gemälde gesehen. Das ist, oder ein Pentagramm oder sowas. Dann versuche ich jetzt mal mit dem Dings da reinzugehen. Ich nehme Wechseln. vielleicht mal den Analysator. Ich gehe mal Temperatur messen. Gut, ich versuche ihn zu analysieren. Also er rennt da wieder rum wie. Ja, Also ja. Ursprung ist links, das heißt, da müsste ich vielleicht mal dann Temperatur messen, ne? Oder ist auch jetzt Licht an da rechts? Oder ist ein Polti, der Mann, der ständig Licht anmacht? Weiß es nicht. Ich Idiot, hab da ein ganz falsches Gerät bei. Was hast denn du mitgenommen? Ich habe das Schussgerät mitgenommen. Das hast du, den Jetzt habe ich den einzigen Schuss Schuss, den hast hab du ich, den einzigen jetzt, Schuss habe ja. ich rausgehauen. Oh, da liegt er. Da krabbelt er, der krabbelt. Er hat ein schwarzes Gesicht. Ah! Da ist das Gerät. Oh Mann, ey. Scheiße, der lag ganz ekelhaft auf dem Rücken und hat ein schwarzes Gesicht. ER0. ER0. Ja. Hat er uns den einzigen Schuss verballert? Ja. Es ist nicht zu fassen. Natürlich. Es ist nicht zu fassen. Ich dachte schon, was macht der da? Ja, habe ich Also er auch lag gedacht. jetzt rechts im Raum drin. Oh, jetzt hat. Hier. Oh, ich sehe ihn gerade. Ja, der ist so ekelhaft, ey. Das ist aber gerade links gewesen. Oh, jetzt ist er. Oh, erst mal mir dran, erst mal mir dran. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Eieiei. Puh.
hilft denn das Kreuz jetzt irgendwas? Weiß ich nicht. So dicht hatte ich ihn noch nicht. Hm. Ich habe auch wieder irgendwie kein Signal bekommen, ne? Obwohl er ja direkt vor mir war. So, ich habe ja wahrscheinlich das okkulte Scheiß wahrscheinlich oben. Der ist garantiert das aber auch oben. Im Moment wird er oben sein. Wir sind ja jetzt einmal rumgegangen. Ja. Tür jetzt noch auf? Ja. Ich geh mal das Sprechdings holen. Okay. Mit dem Okkult-Schnüffler komme ich jetzt auch nie weiter. Vielleicht lacht er dann ja. Kann sein, ja. Geist, sag etwas. Geist, bist du hier? Satan, bist du hier? Ich komme in Frieden. Erscheinung, sag etwas. Oh, Dämon. Okay, gut, dann Geräusche, geisterhafte Stimme am Ort. So, gekritzelt und die Analyse fehlt noch. Jetzt habe ich es angelassen. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, scheiße, das Buch, ey. Die ist die ganze Zeit oben ab. Mach da Licht an. Nee, das bist du. Geist, schreibe ins Buch. Er ist ja nicht hier. Er ist oben. Satan, schreibe ins Buch. Der macht überall Licht an. Schreibe ins Buch. Also. Oh, er kommt angekabbelt. Geist, schreibe ins Buch. Ah! Oh. Wollte eigentlich das Kreuz, aber es ging nicht. Scheiße. Hat das bei dir geholfen? Weiß ich nicht. Verdammt. Richtig, wie du nicht zu packen hier. Dreck, ey. Ich gehe mal in der Zeit gucken, ob irgendwas in der Wand steht, was ich. Der tote Hamster. Warte an. Ah ne, der ist ja oben. Jetzt kommt da. Ich bin jetzt erstmal damit beschäftigt, in den Bus zu tragen. Boah, bist du hässlich. Jetzt kommt er die Treppe runter gleich. Ne, er hängt fest. Also das Kreuz liegt ja auch noch da, ne? Ja, müsste, ne? Er steht nämlich da oben. Er kommt da oben nicht weg. Okay. Jetzt hängt er an der Decke. Haben wir den eigentlich schon gefilmt? Nee. Scheiße. Kamera habe ich vergessen. Ich war so mit Analyse beschäftigt. Aber so die ganze Zeit. Jetzt hängt der immer noch oben an der Decke. Jetzt kriegt der an der Decke. Boah, ist der hässlich. Ja. Jetzt hängt er da an der Decke rum. Was du denn jetzt hier noch für Sachen? Also. Ja, gut. Ich krieg den. Aua! Noch.
Hat er mir die Decke von der Nase, die Decke, die Tür, dreht er den Kopf, der hängt oben an der Decke. Hier hängt er an der Decke, pass auf. Oh ja, ich habe ihn gesehen. Jetzt ist er unten. Ja. Aber ich kriege kein Signal. Was ist das? Warum kriegt man kein Signal? Das verstehe ich einfach nicht. So, er rennt jetzt wieder zur Tür. Achtung. Er ist runter, er geht runter. Ich nehme mal nochmal diesen komischen Typen damit. Ich. Ja, okay. Ich weiß jetzt. Oh Gott, hast du bei mir häng ich da voll, voll in der Bustür. Ja, das ist andersrum auch immer so, wenn du mich da reinschleppst. Ich bin nie vollständig im Bus drin. Geil. Aber bei mir bist du. Oh, hier habe ich denn jetzt das Kreuz hier reingesteckt. Steckt voll im Türrahmen. Ja, aber es krabbelt da rechts. Ja, ich muss jetzt erstmal. Ich finde keinen. Noch was Neues holen hier. Was kein Gekritzel. Scheiße, es wäre einfacher gewesen, wenn das an der Wand zu erkennen wäre. Das wäre einfacher gewesen, natürlich. Was hilft denn gegen Dämon? Marienstatue oder so? Oder ja, ja, ich glaube, das könnte Marienstatue helfen. Und Kreuz, denke ich ja, wie gesagt. Oh, Signal? Kommt ein Signal? Nee, null. Scheiße. Krabbelt er wieder an der Decke rum. Jo, ich sehe ihn. Was ist ein Scheißdreck? Warum kriegt er kein Signal? Das ist doch... Oh, 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 hier kommt er. Ach, da ist das Buch, meine Taschenlampe. Scheiße. Das habe ich gehört. Ich krieg kein Signal, das ist doch... Also das möchte ich gerne mal nochmal wissen, warum das häufig gar nicht klappt. Weil man steht ja direkt vor dem. Ich bringe. Oder muss man das an dem Ort, wo jetzt die Orbs zum Beispiel sind? Mal ich bringe dir mal das Buch in den Dings. Okay. Jetzt bin ich gerade voll aus dem Bus rausgefallen. Orbs waren ja hier drin. Die waren links, ja. Mein Kreuz ist auch noch weg. Aber ist jetzt doch nachgerannt, obwohl die Statue da steht, oder ja, was? Ja. Ja, scheiße. Also oh, meine Taschenlampe sollte ich auch einsammeln. Könnte die nicht nochmal das Gerät nochmal hinlegen? Ich meine, stellen. Das ist kacke, ey. Kommt sich so sinnlos vor, wenn man verreckt ist. Ich kann das auch nicht aufstellen, das Gerät, richtig. Ja, dann kriegen wir da ja schon wieder kein Signal. Vor allem kurze, einfache Untersuchung. Was sind wir? Ja, für uns nicht. Für mich ist das nicht einfach. Nee, noch lange nicht. Ja, also wir kriegen die Geisteranalyse irgendwie nicht hin. Ja, müsste ich jetzt mit Gekritzel noch versuchen. Also, wir haben mit der Kamera geguckt, ob da Gekritzel irgendwo in den Winden ist. Ja, nur unten. Oben nicht. Okay. Oben leider nicht. Muss ich mit der normalen oder mit der Sofortbild? Nee, mit der normalen. Mit der normalen, ne? Das sind jetzt noch zwei Bilder drauf, aber das ist ja egal. Ja, ich muss es ja nur sehen können. Ja, kannst du dann halt fotografieren, ist ja noch was drauf, aber... Ja. Also unten habe ich nichts gesehen, auch kein Pentagramm. Ach, jetzt krabbelt er gerade wieder hoch. Warum muss er jetzt ausgerechnet nach oben krabbeln? Der hat da oben jetzt auch überall Licht angemacht. Das für einer. So, ich muss jetzt Nachtsicht. Ach, ja. Ah. Nein! Welche von mir, Satan?
So, ich muss die Taschenlampe ausmachen. Ja. Ich weiß nur noch nicht, kriege ich das jetzt? Oh. Er lacht. Ich mag nicht, dass er lacht. Wo ist der hin? Kriege ich jetzt nochmal gewechselt? Damit geh nicht. F? Nee. Ja. Nee, mit R mache ich jetzt Nachtsicht. Ja, du musst dann. Ja, du musst dann eins wegmachen, musst dann. Das ist mit dem Ding echt blöd. Ja. Das ist total doof. Okay, jetzt habe ich's. Ach, jetzt kommt er mir wieder entgegen. Oh, ich sehe nichts. Ah, scheiße. Wow, ich krieg ein gutes Bild gerade. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt Buch schreibt. Aber schlecht scheiße ist das. Ja. Ja, und ich sehe nichts. Scheiße, ich bin alle. Ah, Kacke. Mit der Nachtsicht konnte ich jetzt nicht mehr, habe ich keine Orientierung mehr gehabt, wo ich im Raum bin. Ja, kenne ich. Scheiße. Das ist meine Kamerafratze. ja, das war jetzt, ja, 60. Ja, ich meine, das haben wir alles richtig gehabt soweit. Ein Geisterfoto. Verdammt. Ich habe meine Taschenlampe zumindest noch. Angeblich habe ich zwei Fotoapparate. Das Mel habe ich gar nicht mal zum Einsatz gekriegt. Okay. Ja, dann nehmen wir mal, also entweder nochmal das oder das andere amerikanische Haus. US-Familien, ja. Kaufen wir jetzt mal sicherheitshalber noch eine Nebeltaschenlampe. Ja, ich gucke eben mehr. Auch mal rein. Kruzifix habe ich. Neutronengewehr kostet 550, diesmal nicht mehr verwechseln. Ich habe auch ein Mel. Ah, Videokamera hat nicht geklappt. Ja, geil. Naja, dann lass uns mal nochmal gucken. Ja. Dann gehen wir in das andere amerikanische Haus, in das Familienhaus. Mann, ich bin zu mutig und das mit dem Buch ist scheiße. Ich muss da irgendwie noch einen Trick rauskriegen. Ja, mit dem Buch ist doof, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Trick gibt oder ob das einfach so gefährlich ist. Ja, man muss halt schon in seiner Nähe sein. Ja, ich weiß halt nicht, wie nah. Das ist so das Ding. Genau. So, in die andere Richtung. Ach, das war, dabei liegt das so gut eigentlich. Eigentlich. Ja, wir finden schon immer die richtigen Sachen raus, aber wir finden sie noch nicht alle immer. Das ist unser Problem. Fotoapparat, ja, es war alles noch gerettet. Und noch ein Kruzifix. So. Jo. Dann, achso, brauche ich ja erstmal nicht. Ich brauche erstmal nur mein Kruzifix und den Fotoapparat. Ich brauche meine, habe ich noch nie. Ja. Du hast die Taschenlampe da angehabt. Deswegen hat er dir was getan. Ich die in der Hand hatte? Ja, weil so.
So ist mit der vom Fotoapparat echt sinnvoll. Ach so, ja, okay, ich habe den, ja, ich habe mein Kreuz ja nicht mehr. Die Taschenlampe kannst du ja eh nicht anmachen. Ja, ich weiß. Deswegen immer schön, wenn du, das mache ich immer, eine Hand das Kreuz, andere Hand einen Messgegenstand, oder du nimmst halt links die Taschenlampe und rechts dann halt das Kreuz und den Gegenstand und wechselst dann halt. Und Problem Ja. ist nur, du darfst nicht an der Wand stehen, wie ich eben, dass du nicht gewechselt kriegst. Das war nämlich mein Problem. So, dann nehmen wir wieder den EMF. Boah, oh. Los. Ja, ich sehe ja nichts, wenn du hinter mir bist. Ach so. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich auch ins Haus möchte. Oh, hier steht was an der Wand. Wo bist du? Hier rechts, wenn du reinkommst, direkt rechts, siehst du hier hin. Da steht Tetenrache. Oh, jetzt habe ich den Teppich mit der Schrift verwechselt. Oh, mach die Taschenlampe mal weg. Danke. Okay. Komm mal zu dir. Ja, ich bin mit dem Keller am Rum. Ja, ich merk's. Scheint aber nichts zu sein. Nein, ist auch übersichtlich, der Keller. Garage war es eben schon. Ja. Okay, dann haben wir ja hier noch ein bisschen was. Hier haben wir noch drei Zimmer. Was? Nix hier. Was los? Wie für den Blume erschrocken. Da drüben noch irgendein. Nee. Ach so, ja, da sind ja auch noch Zimmer. Wir schrecken mal vor dem Kreuz, was ich nahm. Ach, das ist Wo ist ein natürlich Zimmer? hier hinten. Du Scheiße. Da sind die. Oh, nee, alles gut. Ich hatte gerade das Gefühl, verschwommen zu sehen, aber doch nicht so. Ein Klo nur. It's a Klo. Ja, das ist ja mal einer, der lässt sich ja echt mal Zeit. Bin gar nicht gewöhnt in dem Oh, da Spiel. ist er. Wo? Und ein Pentagramm am Boden. Oh, ein Kind. Ich sehe verschwommen. Ich auch. Ich will hier raus. Schnell, schnell. Ah. Also ich habe eine 4 auf dem EMF gehabt. Ein Kind. Ein Kind, ja. Oh, so, und ich habe ein Pentagramm da hinten auf dem Boden gesehen. So, was habe ich denn jetzt fotografiert? Lass mal gucken. Schriftzeichen nach Oberfläche. Ursprung der Heimsuchung. Aber das Pentagramm habe ich nicht. Aber ich sehe es halt nur. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann nachher mit dem Pentagramm was tun. Bäh. Okay. Oberflächenschrift. 4 bis 5. EMF 4, 3 bis 4. 3 bis 4, ja. Gekritzel ist diesmal richtig. Oberfläche Schrift. Dann. Kategorie Kind. Ja, aber da weiß ich auch nicht, was dagegen hilft. Nee, ich probiere jetzt erstmal eine Sprachbox. So, jetzt muss ich mal gucken.
Was haben wir denn jetzt? EMF haben wir. Temperatur. Oh, scheiße. Und die Taschenlampe. Ja, Geist, sag etwas. Oh, ich glaube, ich habe gerade das Radio. Okay. Das hört sich kurz wie Musik an. Ja, dann ist es Radio. Geist, sag etwas. Geist, sag etwas. Ja, ist Radio. Okay, dann schnell. Oh, scheiße, Räusche. Die hat mich schon wieder am Wickel. Geist davon, Radio. Das Rumsen ist echt der Hammer. Ja. So, das war das erste Mal, dass ich Radio hatte. Wo war die denn? Die war rechts wieder hinten in dem Zimmer. Also rechts durch und dann den ganzen Gang bis Ende durch. Hat doch Licht angemacht. So, also wir haben Geräusche, Geisterfon, Radio. Jetzt brauchen wir nur noch Temperatur, ja, und die Geisteranalyse. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Zimmer das war. Was? Welches Zimmer im Beinzug? Was war das? Das hörte sich an, als wenn eine Glühbirne kaputt gegangen wäre. Ja, aber das meinte ich. Oh, warte. Das war kurz ein Signal. Ich war auf 1%. Wo habe ich denn das Signal jetzt her gehabt? Hat der Herzschlag. Ja, ich hab's gehört. Ich glaube, ich habe deinen Herzschlag gehört. Aber hier kriege ich zwischendurch Signal, komischerweise. Im Kinderzimmer war das Pentagramm. Okay. Ich habe 4% bisher, weil ich immer nur ganz kurz Signal kriege. Aber ich bin ja froh, überhaupt mal wieder ein Signal zu kriegen. Ich glaube, hier ist... Ui. Oh. 6%, 7. Minus 6,9 hier draußen. Hilft das was? Minus 6,9? Minus 6,9. Draußen, oder? Nee, hier in der Eingangstür. Aber das kann ja nicht sein. Was soll ich denn nachweisen? Ja, doch, wenn er minus... Nee, eher 0 soll ich nachweisen. Na, toll. Das ist ja nicht das, was ich wollte. Ja, aber wenn er doch weniger hat. Ja, hilft mir ja nichts, soll ja eher 0 sein. Das ist aber schon ein bisschen merkwürdig. Oder kann ich denn die Aufgabe nicht abschließen? Ich weiß da muss nicht. Da muss ich mir nur 6 vielleicht ins Buch eintragen und dann kann ich ja die Aufgabe nicht abschließen. Ich weiß es nicht, kannst du dir nicht sagen. Also wenn ich jetzt, Geister, Temperatur negativ. Oh, ich nehme die jetzt einfach. Das hatte ich noch nie. Ja, ich würde das nämlich jetzt auch nehmen, wenn das so da steht. Minus 6,9 hatte ich in der Tür. Ja, dann muss das ja wohl so sein. Dann... Ja. Mein Gott, wieso kriege ich jetzt kein Signal? Ich bin auf 7%. Ey, das ist ja echt mühsam. Ach, hier da ist er, da ist er, da ist er. Wo? Da im Wohnzimmer, die läuft gerade auf dich zu. Okay, ich muss weg. Ah, jetzt bin ich schon auf 55%. Ich habe aber keinen Mel größer 10 gekriegt. Scheiße. Aber was ich jetzt zuerst vielleicht mal machen muss, ist eine Kamera aufstellen. Ja, stimmt. Ich möchte mal endlich mein Dings abschließen hier. Schützt sie darum.
Gut, dass wir uns das Buch sparen können. Da hatte ich nämlich keinen Bock drauf. Prozent gerade an mir vorbeigelaufen. 8,4. Das liefst du da an der Decke entlang. 5. Ist wieder im Kinderzimmer. 7. Oh, wir müssen los. Boah. Ich habe ein OCC-Signal. Und ich hab's. Und ich habe die Analyse. Und ich habe OCC. Sehr gut. 9P350 haben wir. Ging aber schnell jetzt. Ja, jetzt ging's schnell. Jetzt 9P350? Ja. Genau. So, das heißt, wir haben alle Sachen abgeschlossen. Warte, Temperatur war negativ. So. Jetzt muss ich den Videobeweis nur sammeln. Das habe ich nur nicht angeschaltet. Da haben wir den jetzt. Doch, wir haben einen Videobeweis. Es fehlt eigentlich noch Temperatur und dann können wir exorzieren. Ja, aber Temperatur haben wir doch, oder? Nee, ja, nicht an der Wand, nicht an der Aufgabe. Ach so, ja gut, aber da war... Kannst du die Kamera nochmal einsammeln vielleicht? Weil wir werden das garantiert nicht zu Ende exorzieren. Ich kenn uns doch. Kamera einsammeln? Ja, die ich da aufgestellt habe. Ach so. Was? Ach, die auf dem Boden hier vorne, ne? Ja. Okay. So. Bin's ja nicht. Wer ist es denn? Also du versuchst gerade die Temperatur 0 hinzukriegen. Ja, 0, ja. Aber ich sehe sie nicht. Haben wir denn noch ein Temperatur? Aber du kannst schon mal gucken, wie wir exorzieren können. Ja, da ist, glaube ich, alles Mögliche dabei. Na toll. Salzkristall, Blitz mit Sofortbildkamera, Räucherstäbchen und Pentagramm. Ja, Pentagramm habe ich befürchtet. Flasche Weihwasser. Ja, das Pentagramm mit dem Weihwasser. Ja, ist ja kein Problem, oder? Nee, das ist auf dem Teppich. Im Damit das mal die funktioniert, Fotos an. Finde das Pentagramm. Ja gut, das Pentagramm haben wir ja schon gefunden. Also du. Oh, da fliegt ein Bilderrahmen durch das Wohnzimmer. Pentagramm. Kriegt die Temperatur nicht. Auf der anderen Seite kann ich die Temperatur aber auch einfach lassen, bevor ich jetzt daran sterbe. Das ist richtig. Weil das ist ja nur eine Zusatzaufgabe. Genau. So. Okay, Pentagramm. Lass mal gucken, ist also wo das war. Ziemlich da in der Ecke, wo das Schaukelpferd steht. Ja, genau. Also was das ist, ja. Da einfach auf den Teppich schmeißen da. Machst du das oder ja, soll ich oder? Ich hab gerade schon. Ich hab's in der Hand. Kann ich schon was machen oder? Ja, kannst du. Wo ist denn, ach so, Sofortbildkamera, Salzkristall. Na gut, den kann man ja schon mal hinlegen, ne? Brauchen wir auch Tigeraugen? Das war doch hier im Kinderzimmer, oder? Ja. Hier ist kein Schaukelpferd mehr. Dann hat es... weggetragen wahrscheinlich. Scheiße. Kann ich das auf den Fotos scheiße. Sehen? Scheiße. Wir müssen da noch ein Objekt verfuchen. Fenster links, hier an der Ecke, da müsste der... Ja. Müsste ja hören, wenn es passiert. Oh. War nicht gut. Was ist jetzt? Hätte gar nichts. Oder muss das in dem Moment zu sehen sein? Also, dass man die sofort mitkommt. Nee, kann ja auch nicht. Geht ja nicht. Wie macht man das sichtbar? Mit der sofort mitkommt, ne? Was war das? Weiß ich auch nicht. War nichts Gutes. Da ist sie. Nichts Gutes. Scheiße. Jetzt ist er da lang geratscht. Wo ist er denn? Es ist im Keller. Scheiße. Wolltest du eigentlich knipsen?
10. Bist du? Und jetzt gerade im Bus. Ach, scheiße. Warum? Ich habe das Pentagramm gerade sichtbar gemacht. Kannst du nochmal versuchen? Ach so, ja, okay. Moment, ich komme. Ah! Das ist in der Garage. Habe ich noch ein. Habe ich noch ein Foto? So, eins ist passiert. Okay. Bin gerade unterwegs. So, Sofortbildkamera habe ich. Siehst du es noch? Ja, oder? Ich sehe es, ja, ja. Okay, kannst du mir das so mit der Polaroid sichtbar machen? Okay. Salzkristall. Wir müssen noch einen Objektflug finden. Oh, da ist er, pass auf. Das Kreuz hält sie ja irgendwie nicht ab, ne? Achtung! Hältst du nicht? Nö, scheinbar nicht, oder? Okay, dann lassen wir's. Ja, du hast ja nicht das Gefühl, dass sie einen mit dem Kreuz irgendwie in Ruhe lässt. Dann lassen wir's mal. Scheiße, das Salz hat nicht funktioniert. Okay. Dann suche ich mal Räucherstäbchen. Ja, warte, ich glaube, ich habe ja noch Salz. Ich hole mal noch den Okkult-Dings damit, weil wir müssen noch ein Okkult-Dings. Was müssen wir mit dem Okkult-Teil machen? Ein Neutronengewehr beschießen, na toll. So, wo ist es jetzt? Komm. Ganz schön spannend, der Scheiß. Ja. Will das jetzt mal schaffen. Ja, nicht nur du. Aua, schiebt er mich zur Seite. Ich schieb da auch Pflanzen rum hier. Ich sehe jetzt gerade nicht. Pentagramm hat funktioniert, hast du gesagt, ne? Ja. Das hat funktioniert. Uah. Da ist sie. Sie nicht mehr. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft mit dem Dings. Ich habe es nicht gesehen. Wo ist sie denn hin? Ich weiß es nicht. Räucherstäbchen ist Fratze. Das müsste man abhaken dann irgendwie, ne? Ja, das ist schön. Aber das wird nicht abgehakt, oder? Nö. Haben jedenfalls bisher noch nie gesehen. Oder wir machen noch immer irgendwas falsch. So ein Salz mal irgendwo hingehen. Du kannst das Salz mal an den Keller legen, weil die läuft immer da an der Kellertür. Läuft sie da rein? Ja, da läuft sie manchmal rein. Eben auch die ganze Zeit hier. Da hinten liegt auch noch ein Salzkristall, den könnte man noch hier hinlegen. Ich habe auch noch einen in der Hand. Oh. Wo ist er? Nee, ich hörte nur das Kumm. Ja, komm, ey. Fuck, ey. Scheiße, sie hat mich. Oh, ne. Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Jetzt haben wir immer noch kein okkultes Objekt. Ach, scheiße. Ich hatte Räucherstäbchen an, aber pff. Hat ja nicht viel gebracht. Nee. Offensichtlich nicht. Kacke, ey. Sie denn jetzt? Boah, das ist ja viel zu viel Exorzismus. Ja. Räucherstäbchen. Ach nee, zünden Sie ein Räucherstäbchen in dem Raum an, von dem die Heimsuchung ausgeht. Okay. Und warten Sie, bis es abgebrannt ist. Hm. Das heißt, du musst es in das Schlafzimmer schmeißen. Scheiße. Ich hätte es mal ganz lesen sollen. Ich bin so doof. Wir haben ja noch eins. Es muss dann einfach angemacht werden und ins Schlafzimmer geschmissen werden. Also erstmal gucken, dass ich die jetzt hier rauskriege. Da kommt sie wieder. Ja, ich. Gucken wir mal, ob es über Salz läuft. Komm, Schnecki. Ah, scheiße, mit Räucherstäben. Wir haben noch eins, hoffe ich. Ja, ich hoffe ja. Dann muss das einfach da in das Kinderzimmer angeschmissen. Aber ich habe keine Orbs gesehen. Na gut. Aber ich bin ja jetzt nicht der Fachmann in Sachen Räucherstäbchen. Aber na gut. Ja gut, mit rechter Maustaste. Ist denn, ist es sicher, dass ich das hinschmeißen kann? Oder ist das, muss ich es in der Hand halten, bis es abgebrannt ist? Das weiß ich nicht, das steht ja, da nicht. Sie läuft hinterher. Nee. Doch. Das ist aber dann nicht gut, oder? Doch, nee.
Nee, das ist gut. Aber hat sie das Salz jetzt auch nicht beeindruckt wieder, ne? Nö. Was ist denn jetzt? Das denn? Noch ein paar fünf Locken, ich nehme die. Ach, jetzt ist sie gerade. Ah, sie ist gerade mit dem Teddy dran. Oh nein. Ich habe noch kein okkultes Objekt. Oh nein, sie hängt da mit dran. Ah. Nicht nur. Oh, geschafft! Das, was war passiert? Salz wahrscheinlich. Moment, ich gucke. Oder war es das Räucherstäbchen? Ich weiß es nicht. Salz. Ist über Salz gelaufen. Okay, ich weiß das Räucherstäbchen nämlich auch immer noch nicht, ob das jetzt... Aber das brennt runter, ne? Also das sieht man dann auch, dass es runterbrennt, oder? Wo hast du das hingeschmissen? Ich hab's noch nicht geschmissen, ich hab's in der Hand. Ach so, das, nee, du siehst nicht, dass es runterbrennt. Ach, das, das hört nur auf zu brennen. Also zu qualmen. Es ist im Wohnzimmer. Es ist wieder über Salz gelaufen. Nee, es ist über irgendwas anderes gelaufen. Ich glaub, irgendwas ist passiert. Ja, das Räucherstäbchen, glaube ich, oder? Könnte sein. Ja, dann war es beim Ort der Heimsuchung. Okay, dann brauchen wir noch ein okkultes Objekt. Aber es qualmt doch. Ich stehe noch hier drin im Zimmer mit dem Qualmen. So, jetzt ist es zu Ende. Dann komm schnell raus. Das kann ich ja jetzt auch wegschmeißen, ne? Das ist ja, wir brauchen noch ein okkultes Objekt. Das kannst du bestimmt auch draußen dann auf der Straße dann abschießen. Das müssen wir abschießen, okay. Ja, glaube ich, ne? Scheiße, das ist Neutronen, das Okkult-Ding liegt noch da, ne? Oder? Bringst du immer. Ich hatte das in der Hand, da liegt es noch auf dem Flur. Ach, aber. Ja, aber brauchen wir nicht das andere? Wir müssen gucken, wo und ob okkultes Objekt ist. Ja, aber dann brauchen wir nicht dieses andere, das neue. Was? Das, was Stufe 10 OCC anzeigen kann. Warum? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube nicht. Das ist doch der Okkult-Schnüffler. Ja, aber das OCC, oder? Doch auch. Also das andere, das Mel. Weiß ich nicht. Das, ja. Das, ja, keine Ahnung. Aber warte, ich habe hier eins. Ich habe hier eins. Ich kann hier mal gucken. Wo hier noch eins liegen? Ist das eins? Ja, das ist ja ein Mel. Wenn es ein rotes Display hat, ja. Ja. Ja, der zeigt auch OCC an. Aber ich wüsste nicht, wie du da... Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich muss es aber mal ausprobieren. Ist doch der Sinn, ne? Dass man... Ich wüsste nicht, wie du da jetzt erkennen sollst an einem Objekt, ob das jetzt verflucht ist. Ja, das schauen wir mal. Boah, schieb die Stühle, ey. Ist der sicher, dass das ein Kind ist? Ja. Und nicht ein Polti? Ja gut, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Das kann natürlich immer noch sein, dass es ein Polti ist. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Fortbildkamera, wir haben Räucherstäbchen. Pentagramm vernichtet. Ja, Objekt, dieses verfluchte Objekt gibt einen OKK-Wert. Nee, kein OCC, OKK, ja, ist egal. Das Messgerät rot blinkt. Oder die Mel, okay, die Mel muss 65 OKK anzeigen. Okay, Mel geht auch. Oder das okkulte Messgerät 68 geht bald. 60 habe ich jetzt hier stehen. Oh, das ist wieder das Regal im Keller, das ist ja wieder fürchterlich. Da weiß ich dann wieder nicht, was es genau ist. Also. Und wenn ich da was in die Hand nehme, dann sehe ich es auch wieder nicht mehr. An der Decke. Das könnte es sein, die Dose hier? Echt? Könnte das sein? Wir können ja, nehmen sie mit und dann messen wir sie. Dann messen wir sie nochmal mit dem anderen Ding, ja. Im Bus, ja. Ja, das Geräusch ist gerade. Sie ist gerade nach links. Ja, ich komme ja gerade raus. Ich nehme im Keller noch ein bisschen was auf. Ich räume noch ein bisschen was mit. Ja, auch mit. Welches Regal war denn das? Das erste, wenn du da runterkommst.
Gott. Achso, warte, ich. Wie viele Dosen soll ich denn da mitnehmen? Können wir erstmal messen mit dem gelben Ding. Ja. Wo ist denn der? Achso, den hast du ja rausgepackt. Ja, ich ist vor der Haustür. Boah, ist das hell hier. Toll, die Dose war es natürlich nicht. Hier habe ich noch was. Ist das was? Jo. Jo. Ja. Okay, dann Kann ich pflanze ich das mal hin und dann nimmst du mal das Neutronengewehr und schießt es mal ab. das mal. Warte mal, ich würde das jetzt gerne nochmal mit dem anderen Gerät überprüfen. Dass ich Ja, da mal mach mal. sehe, ob da irgendwas anderes bei rauskommt. Ja, 68. 68 scheint schon dann. Oh, mach jetzt einfach, was soll schon passieren? Ja, klar. Kann dann höchstens nicht. Nicht klappen. Ja, muss nur treffen jetzt das Ding. Ja. Ich hoffe doch, der schießt sehr genau. Ja, da ist was passiert. Okay, dürfte reichen. Ich habe den jetzt so lange gedrückt, bis er nicht mehr konnte. So, und jetzt? Jetzt will ich mal was wissen. Der Sound im Haus ist weg. Echt? Ja. Wir haben ihn. Alter Wir Falter, haben den ey. ersten Geist ausgetrieben. Ja, ist ein ganz, ganz harmloses Ding. Was für ein. Ein schönes Geräusch, nicht zu hören da drin. So, machen wir die Tür hier noch zu und dann fahren wir mal ab. Ich bin zwar tot, aber egal. Ja, aber wir haben es. Habe ich den Werkzeugkasten richtig geschätzt, ey. Messen eine Temperatur eher 0. Das ist das Einzige, was wir jetzt nicht dabei geschafft haben. Ja, aber das ist ja Ja, ist egal. egal. Dann fahre ich ab, ne? Es exorziert jetzt grün. Ach so, ja, mal gucken. Ich glaube ja. Ja? Ja, ist es. Dann haben wir das am Anfang garantiert nicht richtig gelesen. Manchmal ist Ja, es. das kann sein. Ja, cool. Jetzt bin ich gespannt. Bin Ich zwar auch. tot, aber. Oder mal gespannt. So. 189 gekriegt. Exorzieren Sie den Geist. Ja. 375 Experience gekriegt. Gut, ich habe natürlich nur 15 gekriegt. Das ist halt, war aber alles richtig. Ja, exorzieren habe ich 60 Euro gekriegt, sonst 27 für alle Aufgaben, beziehungsweise Kategorie des Gastkind 30. Sind wir denn? Exorzieren Sie den Geist. Yeah. Ja, was haben wir denn noch? Ja, Temperatur haben wir ja natürlich nicht, aber 12 Dollar für alle anderen Sachen. Ja, wenn ich jetzt nicht 10 gestorben wäre, aber. Foto, Geist 20 Dollar, Euro. Ursprung der Heimsuchung 13 Euro. Ja, da kommt Läuft. richtig was zusammen, ey. 304 Euro. Cool. Läuft. Ich brauche aber mehr, ich kaufe mal mehr Räucherstäbchen. So bist du eigentlich immer noch eine Stufe höher als ich. Und mehr Weihwasser. So. Ja, aber damit sind wir mit der Folge dann auch durch. Und dies ist eine Folge, die man feiern sollte. Die, am besten feiert ihr diese Folge mit uns, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Das wäre doch jetzt mal. Ich glaube, das ist es wert. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr uns nächstes Mal auch wieder zuschaut. Und bis Und immer richtig dahin lesen. und immer richtig lesen und immer essen. Bis dahin sagen wir, ciao, ciao.